Jetzt. So, hallo. Hallo, schön. Oh, hallo. Ey, cool. So, wie geht's euch? Wir sind ein bisschen über Zeit. Ja, jetzt warten wir mal, wer alles nur reinkommt. Wie war euer Tag? Wie, was hin ihr heute macht, was hin ihr heute gesse, ja. Könnt ihr mich gut sehen? Ist mein Internet gut? Hallo Markus, schön, dass du da bist. So, dann. Muss ich quasi so. So könnt ihr sehr? Frage. Mein Kameramann ist auch da, cool. Er hat Weihnachtskalender gemacht. Gute Morgen, ja, das ist unser. Mein Kameramann. Hallo, wir fangen an quasi. Ich habe was bisschen vorbereitet. Kleinigkeiten. Schön, dass ihr alle Zeit nehmt. Wir haben eine tolle Show. Eine Stunde haben wir Zeit. Wir machen auch kleine Spülchen, ne? Aber das klappt irgendwie nicht. Eieiei, schlecht vorbereitet. Also ich würde gern das anzünden. Das ist okay, geht's nicht. So, danke schön, dass ihr einschaltet. Also und zwar, wir haben Weihnachtskalender gemacht. Ihr bestimmt sehr. Und ja, was habe ich gezogen? Nudeln, Kartoffeln und Fleisch habe ich gezogen, hat mein Kameramann und die anderen Leute vorbereitet, mein Weihnachtskalender. Ihr könnt kurz sehen, mein Kalender. So, das ist Kalender, ja. Morgen machen wir 4 auf. Und da ist immer nur die Unterhose. Ich weiß es nicht, warum eigentlich, aber ich finde es geil. Ich finde es einfach geil, ja. Und wie sagt mir tut quasi. Handy aus.
Warum soll mein Ton Handy ausmachen? So, mir tut quasi so Bauernfrühstück machen. Mir halt jetzt abends, ne? Ja, und Hackfleischbällchen habe ich vor, aber wir machen halt erst ein kleines Spülchen. Ja. Servus René, freut mich, dass Sie einschalten. Wenn man du den Ton ausmacht, hört man dich ja nicht. Ja, stimmt. Ja. So, ich habe so Krokodil. Ja. Und da habe ich aufgeschrieben. Mir spielt, wer hat Lust mit mir zum Spielen? Außer wer keine Lust hat. So, seht ihr die? Ja, ihr kennt sie ja. So, wer hat Lust mit mir zum Spielen? Liebe Grüße aus Berlin. Dankeschön. Liebe Grüße aus Schwabenland, René. Schön, ja, dass du Zeit nochmal hast und hier live reinkomme. Schön, cool, freut mich. Was ist das für ein Krokodil? Ja, Kameramann, wenn ich da drauf druck, geht zu. Und wo zugeht, hat gewonnen. Fritze von VfB, so ungefähr, ja. So, ich tue jetzt quasi, ich habe Kartoffeln abgekocht. Also wer möchte mit mir spielen? Später, erst einmal ein bisschen kochen. Ich spiele mit. Okay, servus, Julian, hallo. Okay, also, hier. Kaba, wo kommst du her? Wo, bitte Frage, welches Bundesland oder kommst du auch hier in der Nähe von Schwabenland oder wenn die Frage darf? Ich spiele auch mit. Sehr schön, aus Berlin. So, mir tut jetzt quasi Kartoffeln, habe ich gekocht, du musst schälen, ja. Wir machen so ein kleines Bauernfrühstück, ja. Ja, hört halt wunder, ja. Und wie gesagt, um 18 Uhr, quasi in einer Stunde, kommt mein neues Film raus. Weihnachtsessen. Ja. Hab ich was gekocht für euch. Hallo. Schön, dass wir gemeinsam was machen. Dumme, hallo. Jetzt habe ich ein bisschen dreckige Hände. So. Mit du kurz das weg. Was habt ihr heute gegessen? Oder was gekocht? Familie, Verwandte. So, ich ziehe das aus. Ich bin nicht mehr so lavo drin. Nee, aber ich komme wieder zurück. So, jetzt habe ich Kartoffeln geschält. Ne?
Und jetzt habe ich hier Nudeln. Mit Nudeln quasi Nudeln, Kartoffeln und Hackfleischbällchen machen. Gulasch, hey, cool, schön. Lecker, ja. Also, wir können jetzt nebenher spielen. Okay, Kawa, wir fangen mit dir an. Welche Nummer muss ich beispielsweise für dich drucken? 1 bis 10, welche Nummer? Irgendwie, dass ihr das sehen könnt. Ups, dachte, du fragst, was der kocht. Also das sind festkochende Kartoffeln, habe ich gekocht. Nummer 7. Oh, Nummer 7. Gleich zugeschnappt, du hast gewonnen. Also du kannst quasi sagen, am nächsten Sonntag, was muss ich probieren. Also du musst dir heute sagen, was ich probieren muss, was ich nicht mag. Du kannst jetzt mit meinem Kameramann schreiben und dann sagen, okay, ich muss das jetzt nächstes Sonntag live probieren. Also ich muss das essen. René, schade. Aber am nächsten Sonntag kannst du wieder mitmachen. Hoppala. So, ich habe jetzt hier Kartoffeln. Und Nudeln durch die Anfrage. Sorry, Rinne, egal was. Also, ich nehme keine Pulver, ja, beispielsweise kein Zimt, Pfeffer oder sonst irgendwas. Hallo, du schreibst einfach mit ihm, Kameramann, ja, oder du kannst ihn jetzt fragen und der tut, wir antworten nächste Sonntag, wenn ich live gehe, muss ich dort probieren. Genau. Und Leute, hier wird niemand beleidigt, wird niemand ausgelacht oder wenn jemand falsch, weil ich einfach Michigan, ja, Leute, helfe damit. Ne? Mut mache. Hey, jeder Mensch hat Probleme. Ich habe auch Probleme. Niemand ist perfekt. Ja? Und wenn jemand ausgelacht wird oder wird beleidigt,
Und ich mache das auch nicht. Das weiß ich. Ein paar Leute habe ich auch Kontakt. Dann wird derjenige blockiert. Mir macht es Spaß, Live-Gänge. Ja. Und wie gesagt, ich möchte euch Mut machen. Oder andere Leute auf. Ja. Nächstes Jahr kommt ein bisschen mein Privatleben mit rein. Warum mache ich die Kochshow? Mein Kameramann oder mein Team wissen das warum. Ne? Warum habe ich viele Anfragen bekommen? Weil einfach das ist ein schwieriges Thema. Ich muss kurz gucken, meine Kartoffel. So, jetzt könnt ihr kurz sehen. Und wie gesagt, viele, ich war früher bei Lavu, aber ich bin nicht mehr so, weil einfach, da wirst du viel kritisiert. Es gibt coole Leute wie Kaba, ja. Aber wird viel kritisiert und viel wird ausgelacht. Jeder Design, ne, kann man ein bisschen witzig finden. Aber ich macht man das, andere fertig machen oder auslachen, hey, wenn jemand Probleme hat. Wie fühlt man sich da? Vielleicht kann jemand mir da sagen, fühlt man sich da cool, wenn jemand auslacht? Ja, ich habe auch schon jemanden ausgelacht. Ja, und wie gesagt, sag okay, der hat komische geschrieben und schon irgendwas, aber da kann man doch eigentlich auch sagen, hey, hast du da Probleme, ja, macht man da weiter, es ist halt so ein bisschen Mobbing, ne? So, jetzt habe ich die Nudeln, Kartoffeln, jetzt tun wir wieder ein bisschen kochen und hier machen wir unser Hackfleischbällchen. Seht ihr, Kartoffeln, Nudeln, und Nudeln habe ich kurz extra genommen. Und Kartoffeln habe ich Salz, ein bisschen Pfeffer, und Nudeln ein bisschen Pfeffer. Ja, dumme, traurig. Ja, und wie gesagt, jeder hat ein bisschen Probleme, ne? Und ja, kenne ich so Stream-App und ich habe da so Lavu-Treff gemacht. Ich habe weiter jeden Tag live und das ist halt einfach, manche, nicht alle, ne, wie die schlecht rede, ja, Gott wieder. Es gibt Sode und Sode, aber es ist halt viel. Wird ausgelacht oder gemobbt im Internet und ja, finde es halt nicht korrekt. Hm. Hallo Marco. Und ich bin kein Typ oder will jemand vorschreiben, hört auf. Jeder hat mal im Leben jemand gemobbt oder so ausgelacht im Kopf. Ja? Oder jemand hat krank gemacht. Wie geht's dir, Marco? Ja. Ja. Also ich habe
im Facebook habe ich Gruppe geöffnet. Aber wir müssen jetzt neue Gruppe machen. Ich möchte das öffentlich machen. Ich möchte jetzt euch fragen, ist das eine tolle Idee? Jochen TV Kochshow Gruppe wird quasi niemand gemobbt. Gegenteil, ich möchte Leute helfen. Ich bin kein Psychologe. Ich habe auch Probleme. Ich möchte auch niemand Geld geben. Ich möchte aber eine Sache möchte ich machen. Da brauchen wir keine zwei Sachen. Du hast es immer dabei. Ich kann die Welt nicht retten. Ich kann auch nicht Obdachlose oder sonst irgendwas. Ja? Ich möchte einfach, wenn jemand Urlaub geht, wenn jemand beispielsweise übertrieben, wie kann ich sagen, wenn jemand Urlaub geht und hat daheim zu viel Sache, ne? Ja, also ich bin einfach der Typ, möchte ich dann Leute helfen. Ne? Wenn ich beispielsweise Urlaub gehe und ich habe beispielsweise Kartoffeln daheim oder Nudeln, oh, die Nudeln hebet nur 2 Monate, ja, kann ich, aber die Kartoffeln hebet nicht. Schreibe ich mal Kuppe rein. Hey, braucht jemand Kartoffeln? Ja, beispielsweise sowas. Oder wenn jemand Probleme hat mit Kochen. Ja, ich bin auch kein perfekter Koch. Ich kann auch Hausfrau gut, kann auch gut lecker kochen. Ne? Meine Mutter ist sehr gut mit Kuchen backen. Muss ich wirklich sagen. Ne? Ich kann nicht so gut backen. Ne? Ich habe mal Käsekuchen gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch sehr Zucker vergessen in die Masse. Nein, ne? Oder Spaghetti Carbonara war schön gewürzt, ne? Leider Gottes. Ne? Ich war halt verliebt. Aber jetzt nochmal das bisschen ernsteres Thema. Ich möchte einfach eine Gruppe im Facebook aufmachen. Das ist mir sehr wichtig, dass ihr hoffentlich reinkommt und Facebook-Gruppe dabei sind und mitmacht. Im Leben braucht man doch keine zwei Sachen, nur eins. Ein Ohr. Zuhörer, Verständnis sein und Aufmerksamkeit ein bisschen zeigen. Muss man nicht immer im Leben haben, machen, aber wenn jemand schlecht geht, einfach da sein. Es sind vielleicht ein bisschen fremde Leute, aber wenn wir eine Gruppe sind, Jochen TV, Kochshow, muss man nicht jeden Tag schreiben. Ja, genau. So, jetzt kommen wir wieder zur Sache, wieder ein bisschen kochen. Also, ich habe hier Hackfleisch. Salz, Pfeffer, Muskat habe ich ein bisschen hingetan. Jetzt mache ich da Hackfleischbällchen. Hier brutzelt den Bauernfrühstück. Da tue ich ein bisschen Lauchzwiebeln mit rein. Und dann tue ich später 2 Eier. Hier tue ich anbraten die Hackfleischbällchen. Und das ist mein Essenvorschlag, was ihr im Kühlschrank kennt vielleicht. Oder Nudeln. Nudeln kann ich nicht kochen, abschrecken. Und dann anbraten. Es muss ca. 2 bis 1 Tag oder 2 Tage. Kartoffeln kann locker 2 bis 3 Tage. Ne? Ciao, bis dann, Dommel. Hat mich gefreut. Beispielsweise wegen die Stärke. Nudeln und Kartoffeln in Stärke. Ne? Weil einfach die Stärke bratet nicht so. Ne? Immer ein bisschen so liegen lassen, sage ich einfach.
Ja, mein Vorschlag. Ne? Wie gesagt, ich möchte halt einfach euch erklären, Mobbing, ja, klar, ich bin noch jung und schon irgendwas. Ich möchte halt einfach Leute erklären oder vor Kameras sein. Beispielsweise wäre ich jetzt nur da. Wie Beispiel, was, wie heißt du? Kevin, Beispiel frage, ob der mein Essen mal probieren möchte, ne? Oder jemand anders. Ne? Es geht ja nicht darum, ich mache das auch einfach live. So, jetzt tue ich beispielsweise kurz probiere die Fleischfrikadellen. René, ist da schön. So, wie findet ihr die Idee, was ich vorhab zu machen? Frage. Ja. Kameramann. Wie findest du die Idee? Ja. So, ich tue quasi jetzt Bällchen machen, aber dann tue ich kurz, das ist meine Probe. Und dann möchte ich dann kurz das probieren und dann so 5 bis 6 Stück machen. Ja, beispielsweise, das ist wichtig, ich finde einfach, miteinander. Hallo. Miteinander sind wir doch viel stärker. Niemand hat an jemand andere Meinung. Das ist in Ordnung, auch das akzeptiere. Einfach lernen, auch kochen. Ne? Nicht sagen, ich kann nicht kochen. Das ist wichtig. Ja? Jeder Mensch kann kochen, nur Kleinigkeiten. Muss man nicht. Dings, Hauptsache lecker. Ja? Mir passiert auch Fehler. Jeder. Auch die Promis, ne? Und wenn ich sage, ich mache keine Fehler, die lügen. Ja. Um 18 Uhr kommt mein neues Film raus. Würd mich freuen, wenn ihr weiter teilt. Bedeutet, würd mich mega freuen, wenn ihr euer WhatsApp, jeder hat WhatsApp, einen Status nahe tut und weiter gibt. Ich möchte schon richtig groß sein, ne? Hallo, was wird heute gekocht? Ich mache Bauernfrühstück. Zeige dir kurz. Du bist ja gerade eben reingekommen. Schön, dass du da bist. Ich habe mein Weihnachtskalender, Kartoffeln und Nudeln und Fleisch. Das ist mein Frikadellen. Und ja.
Ich bin gespannt, was ich nächste Woche kochen muss. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, euer Vorschlag, was ich kochen muss, aber auch bezahlbar sein. Ja, könnt ihr vielleicht Kameramann schreiben. Vielleicht nehmt ihr es euch an. Ne? Vielleicht sagst du, oh ja, und ich kann ja nicht sagen, die kommt ja und du sagst, nein, vielleicht, ich bin ja gar nicht da. Ne? Ja, falsche Uhrzeit, ne? Bauernfrühstück. Was hat's bei euch gegeben? Frage. Sehr schön. Schmeckt. Was hat es bei euch zum Essen gegeben? Oder kocht ihr abends? Oder ich sage dir, nee, abends gibt es bei mir Fischbrötchen. Heute noch nicht. Ich koche jetzt was. Okay, cool. Was hast du vor? Sehr schöne Idee, Jochen. Sich gegenseitig zu helfen ist eine wichtige und schöne Sache. Leider geht es immer mehr verloren. Große Dank an dich, dass du ein guter Mensch bist. Dankeschön, Dankeschön. René, du bist auch ein guter Mensch. Und ich finde es echt klasse, muss ich wirklich sagen, dass ihr so Kompliment, dass ihr auch mich versteht. Ja, das ist eine Herzenssache. Und wie gesagt, viele fragen mich, hey, was, warum hast du die Kochshow? Weißwurst anbraten und dazu Tomaten, Zwiebeln und Nudeln wird bestimmt super. Das wird auch. Und wenn ihr möchtet, ne, gerade jeden Sonntag, also bis Weihnachten, auch 24. gehe ich live. Ne, aber 24. tue ich quasi mein Essen machen. Bedeutet, sage ich noch nichts. Und ja, was gibt's bei euch im Weihnachten? Was? Hin ihr vor zum Weihnachten oder sagt ihr, mir ist es egal, Hauptsache was zum Essen. Ja, es ist mir wichtig. Sagt man manchmal, wenn ich sage euch was so, ich bin ein Mensch geworden. Mein Kameramann kennt mich schon viele Jahre. Ich bin ein Mensch wie ein Tier. Ne? Wenn jemand mich angreift, greife ich zurück. Ne? Aber manchmal sage ich, hey, ich lasse ihn schwätzen. An Weihnachten gibt es Roulade, Semmelknödel und Blaukraut. Hey, Stauk! Ja, aber ich sag euch was so, die Lektion muss er auch, ich sag euch was so, wenn jemand so gemobbt wird, dann muss man doch auch mobben. Dann kann er das auch mal fühlen, ja.
Und wie gesagt, oder wenn jemand Stress macht und Schirmchen macht, ich guck nicht weg. Ich gehe dazwischen ein. Bis jetzt, toi toi, habe ich Gott sei Dank habe ich das bis jetzt noch nicht erlebt. Ich habe wie kann ich euch erzählen, war im Bahnhof. Ja. Und der kommt immer wegen Geld, wegen Brezel oder was, irgendwas. Oder Geld. Und ich sag nichts dagegen. Arbeitslos. Aber da muss man doch trotzdem sagen, hey, ich muss arbeiten. Ne? Ich finde es halt echt schade, dass viele Leute, ja, und die Lebensmittel sind teurer, ja. Aber hat man trotzdem keinen Grund. Bettlerei, es gibt wirklich arme Leute, ja. Und sonst irgendwas. Und kranke Leute. Ja, ich habe auch mit der Frau schon zusammengearbeitet, die war schwer krank. Die hat trotzdem gearbeitet. Ja. Und ich finde es traurig, dass sie viele Jahre gearbeitet hat und wenig Rente. Und die Lebensmittel teurer. Ja, ich finde es traurig. Ja. Und ich finde einfach auch 19% mit Gastronomie. Ja. Der kann halt nur essen gegangen. Es geht nicht nur um Essen, es geht auch für die Kinder. Es ist Weihnachten und Zucker, verdammte Scheiße, 1,49 Euro. Die Supermärkte können nichts dafür. Die muss er das so verkaufen. Ja. Und es ist doch wichtig, oder? Dass die Kinder und auch andere Leute backen können. Das ist doch wichtig. Koch ist doch wichtig. Nicht vor die Schimpf irgendwas und Industrie und ja, ich sag einfach Kleinigkeiten in die Küche mal, das ist wichtig. Sag ich euch, ich bin auch dick. Ne? Ich denke, dass ihr meine YouTube-Filme anguckt, also gehe ich dann aus und freut mich auch. Klar, ich kann nicht jedes Film angucken von mir. Ist auch Zeit und schon irgendwas, ja. Aber seid ihr auch bestimmt dafür, dass Lebensmittel wieder normal ist, dass man wieder normal kochen tut, fett, ja. Früher war ich dick, ne? Heute bin ich nur fett. Ich habe 24 Kilo abgenommen. In 4 Jahren oder 5 Jahren. Oder mal essen gegangen, ne? Wenn jemand 3 Kinder hat, Hut ab. Sag ich, Hut ab. Ja, die wurde ja größer und das wird ja nicht besser. Ja. Und viele kochen halt nicht mehr. Und das ist halt schade. Ja. Ich will niemanden angreifen. Ich möchte auch niemanden kritisieren. Weil jeder muss es selber wissen. Aber mir ist es wichtig. Es geht bei mir auch ein bisschen kochen. Aber ich möchte auch ein bisschen Leute unterhalten. Ein bisschen witzig sein, dass die abschalten können. Ich habe 10 Stunden gearbeitet. Beispielsweise, hey, was soll ich noch kochen? Ich schalte bei Jochen TV Kochshow an, der tut mich ein bisschen unterhalten. Und er fährt mich ein bisschen runter. Ich hoffe. Ein bisschen lustig sein. Ne? Ich habe ein bisschen zu viel Fett reingeholfen. Oder was sagt ihr dazu? So, mein Essen ist bald fertig. Ja. Wir haben jetzt noch bis zu 20 Minuten noch Zeit. Und ich finde halt einfach auch viel zu viel ganget
nicht mehr so viel weg. Nicht wegen Corona, ja, auch wegen die Preise. Ich gehe auch nicht so viel weg, nicht mehr. Ich war früher sehr viel unterwegs. Ja. Und Rea Fug, ja, gesundes Essen, aber was bedeutet für dich gesund? Jeder sagt, ich lebe gesund, Obst und Gemüse esse ich. Ja, in Ordnung. Sehr, freut mich. Aber viele sagen, ich esse 3-4 Banane oder Orange oder schon was gesund, hin ihr eigentlich mal Fruchtzucker. Ist manchmal gefährlicher als wie andere. Ne? Gesund essen bedeutet für mich allgemein essen. Ich kann auch mal Döner essen. Ich kann auch mal abends mal Tomate essen mit Brot und sonst irgendwas beispielsweise. Gesund essen allgemein, Glas Cola ist auch okay. Kommt immer drauf vor, wie viel. Kommt auch drauf vor, wie du dich bewegst. Das ist das Dings, ja. Und viele Leute vergessen halt wirklich, ich habe das auch gelernt mit Diabetik und Abnehmer. Hm? Habe ich auch in der meine Ausbildung gehabt. Mehr verrate ich nicht. Das bisschen privat kommt erst nächstes Jahr in YouTube rein. Ne? Will ich auch nicht so verraten, weil einfach viele Leute vergessen, ich lebe gesund, schön, in Ordnung. Aber was ist gesund? Ja, was bedeutet? Jeder das seine, ja, ich kann abends, manche können 3 Scheiben Brot abends essen und Dings, die nehmen nicht zu. Ja. Hallo? Und ich sag einfach so, hä? Wie nimmt der nicht zu? Ja, ich habe einen Kumpel gehabt, mein Schulkamerad früher, der hat abends Chips gegessen, Cola, der hat nicht zugenommen. Ich habe gesagt, wo tust du das hin? Und schon ist irgendwas. Versteht ihr mich? Ja? Mein Kameramann habe ich ja gut gefüttert. Ne? Und er hat ja mein Essen geliebt, der liebt heute immer noch. Stimmt's, Kameramann? Und also mir möchte gern, ich kann das nicht alleine nicht stimmen, ich möchte gern was aufbauen, wie ein Haus. Ne? Das Haus darf nie einbrechen. Das kann mal ein bisschen zusammenfallen, aber das muss man wieder neu aufbauen. Und gemeinsam sind wir stark. Ja? Und gesund Vorschläge, ich kann von meinem Kameramann auch was lernen. Es geht nicht nur um Kochen, ne? Es geht auch darum, zusammen haben, was lernen, was auch annehmen, ne? Mal teilen. Manche teilen und gern. Ja. Und wie gesagt, ich möchte gern halt einfach euch bis für euch bei Facebook die Gruppe, ja, nächstes Jahr, bis für euch Michigan nicht Ratschlag geben, ich nehme die Ratschläge auch an, ne? Wir suchen Leute, mich zum Filmen, ja, diese Person oder Personerin bekommt kein Geld, aber ein tolles Essen. Wir suchen Leute, Kamera, ja, Kamera,
Leute. Ja. Aber niemand wird angegriffen und wird auch niemand ausgenutzt. Vertrauen muss man erst aufbauen. Ich tue niemand gleich so vertrauen, das ist nicht böse gemeint. Ich habe die Erfahrung gemacht. Ja. Genau, und viele Leute haben gedacht, dass wir streiten. Nein, nein, mein Kameramann hat manchmal auch keine Zeit. Ne? Und mir hat es halt einfach, er hat halt immer Zeit gehabt und sonst irgendwas. Genau, genau, ja. Wird uns freuen. Und wenn ihr ein bisschen weit wegkommt, wir machen ja, also nicht bei mir daheim, wir machen bei VHS. Private Probleme, das sind keine private Probleme, Kameramann, das habe ich jetzt zu dir gesagt, du hast nie manchmal keine Zeit, das ist in Ordnung, das Ding, und wenn jemand weit wegkommt, bekommt von mir auch was, kein bisschen Spritgeld, wir machen dann gleich zwei Filme, ja, und wie gesagt, wenn es Winter ist, ja, jetzt gerade, wie jetzt, da tun wir nicht viel mit, der Kameramann kommt woanders, der kommt nicht zu mir. Wir tun halt sehr viel miteinander schreiben. Und ich möchte auch vielleicht alleine Filme mal probieren, aber ich möchte trotzdem jemanden haben, weil einfach die Frage stelle. Ich möchte ein bisschen, ja, warum machst du so, ein bisschen lustig sein, ein bisschen mich so darstellen, ja. Und es ist wichtig, dass ihr vielleicht Lust hin zu mitmachen. Überlegt, das macht Spaß. Ihr esse lustig, ja, Zusammenhalt, zusammenhocken und vielleicht, ja, wir sind wie Fast and the Furious. Ne? Vielleicht kennt ihr das. Hm. Ihr könnt dann schreiben. Von Mai Esse. Genau, wir sind. Hallo Sandy, wir sind. Wir sind wie Brüder. Ne? Mein Kameramann und ich sind wir. Wir sind. Ja, wie er sagt. Ja. Und wie gesagt. Es ist einfach, wir möchten uns weiter, ne, vertrauen und weiter geben. Ich kann, bin kein, ich will mich nicht schlecht reden. Ich bin kein perfekter Koch und Schöner. Ich kann auch was draus lernen. Ich möchte auch Oma gegangen beispielsweise oder. Wenn jemand sagt, oh, meine Mutter kann echt gut kochen, komm, frag mal sie, kannst du mir die Rezepte geben? Niemand. Ja, ich möchte einen Haushalt neigangen, oh, jeder kocht ja ein bisschen anders. Da kann ich auch was lernen. Ne? Ich kann auch von euch lernen. Ist egal was, aber ich hab's. Und ich mein, möchte dann auch wissen, nicht nur kochen, auch anderes, Dasein, Aufmerksamkeit. Ich brauche nur ein Ohr. Die neue Zuschauer, ne? Verständnis habe, Einsicht habe, hey, du stehst nicht allein, ich bin für dich da, ja. Das ist mir wichtig. So Leute, jetzt, wir kommen Ende. Was gibt es zum Essen? Baumfrühstück, Sandy. Aber ich halt abends, ne? Ich habe Fleischbällchen gemacht, dann mache ich auch gleich leckeres Bild. Und ich tue das euch präsentieren. Ja.
Ja, sind die. Der ist schon perfekt, ne? So, Leute, ich bedanke mich sehr. Hallo, ich bedanke mich sehr, dass ihr Zeit genommen habt für mich und dass ihr reinkommt. Wie geht es dir? Mir geht es hervorragend. Wie geht es dir? Kurz was, Dings, Sandy habe ich kennengelernt über Lavu, die ist richtig korrektes Mensch, habe ich ja persönlich. Leider Gottes immer ein bisschen in Auge verloren, aber freut mich. Ich würde mir auch mal freuen, wenn ihr möchtet, nächstes Jahr mein Essen probiert. Ey, Stark! Hallo Jürgen! Schön, Sandy, freut mich. Und wie gesagt, nächsten Sonntag wieder live, ich hoffe. Ne? Und seid gespannt heute Abend. In 8 Minuten kommt mein neues Film raus. Ich würde mich freuen, wenn ihr das weitergibt. In euer WhatsApp-Status nein und weiter gibt. Und sagt, hey, abonniert. Ja, es nächstes Jahr wird ein bisschen anders gemacht, wird mein Privatleben. Ne? Viele kennen mich ja nicht mal persönlich. Ich kenne auch dann so ein bisschen gerade, beispielsweise, welche Klamotten zieht ihr an jetzt beispielsweise, ja? Normale Klamotten, Anzug, Hip-Hop oder Kleid. Jetzt beispielsweise, ne? Und wie gesagt, ich möchte euch unterhalten, meine YouTube-Filme, und würde mich freuen, wenn ihr für mich Werbung macht. Schlafanzug? Beispielsweise Schlafanzug, ja. Aber ich habe keinen Schlafanzug. Ja. Oder nackig. Da wäre ja schon lange im Knast. Ja, Sandy tät mich gar nicht nackig sehen, ne? Die ist schon ein bisschen, ja, aber die ist echt ein cooles Mädchen, habe ich kennengelernt und habe ich auch sie eingeladen, was mich mehr richtig gefreut damals, wenn wir ein schönes Zeit gehabt im Lavu. Ja, und jetzt mal unter uns, welche Frau will Gott mich nicht nackt sehen, ne? Also Leute, ein bisschen lustig sein, lebe ich ernst genug, ja? Ja, zu gern, aber du bist so schüchtern, ja, ich weiß. Sandy, ich habe ja offen gesagt, mit uns geht es nicht wunderbar laufen. Ich kann ja nachts nicht neben dir einschlafen. Du hast bestimmt ein Messer und willst mich nachts abstechen. Ne? Aber ich habe jetzt nur mal so eine Frage an meinen Kameramann. Was? Oder könnt ihr vielleicht jetzt auch mir weiterhelfen? Da muss ich jetzt kurz an den Raum gehen. Ja, Motorsäge, da die ja weglaufe. Du machst sie an. Also, was bedeutet eigentlich die Unterhose? Warum ist die eigentlich neben dem Kalender? Ja. Und es war früher meine Unterhose, Weihnachtsunterhose. Also Kameramann, eine Erklärung bitte. Ich finde es halt mega lustig. Gute Frage. Ja, also das war ja so. Die Unterhose, Sandy, passt mir nicht mehr. Ich bin nicht so fett. Ich habe außerdem so einen Backofen rein, oder? Und die ist ein bisschen zu klein, weil die Temperatur zu hoch war. Im Winter tue ich gern Unterhose, Backofen rein, weil einfach schöne warme Unterhose fühlt sich anders an. Ne?
Aber ich finde es ja cool. Ich finde es ja echt cool. Sowas, ja. Nicht falsch denken. Ja, aber da sieht man mein, wie sagst du immer, Kameramann? Genau, mein Pullermann. Und ich weiß es nicht. Ja. Mit dem Schlitz. Gut, gut, der ist sauber. Ich war ja mal aus dem Serum. Da war ich an das Land. Das will ich kurz euch erzählen. Mich was. Damals, wo ich jung war, 17, 18 oder 19, war ich anderes Land. Und ich habe ja nicht gewusst. Und ich mag ganz so ein bisschen Sauna. Und bin ich auch sehr da reingegangen, ja. Schlitz. Jürgen, das ist eine lange Geschichte. So viel Zeit haben wir leider nicht. Und dann war ich außer der Einzige da drin. Takatuga-Land. So Art wie Takatuga-Land. Ja. Und dann musste man da nackt sein. Und ich dachte, okay, komm. Die wissen, habe ich ja nicht gewusst. Okay, ja, mache ich halt mich nackt, habe aber ein Handtuch mitgenommen. Okay, aber da drin darfst du kein Handtuch nehmen. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt tue ich halt einfach mich damit präsentieren. Da war ich bis jetzt Einzige drin. Und dann spätestens mit Frau reinkommen. Ne? Und dann habe ich gedacht, oh oh, wo jetzt bin ich eigentlich nicht gut. Dann habe ich überlegt, okay, eins kann ich machen, mein Schnäppele, mein Pullermann einklemmen. Ne? Und dann habe ich das gemacht, haben sie nicht kleine Dreher, nicht kleine Zehr, und dann blups hat es gemacht, dann haben sie mich rausgeschmissen. Ne? Und jetzt auch so Pullermann, und dann mein Kameramann, mein Bruder hat es dann auch. Ne? Also Leute, hat mir sehr Spaß gemacht. Seid gespannt, was ich morgen aufmachen muss. Bin ich auch. Und ich hoffe, dass was Süßes drin ist. Das erste Düle war nur ein Kügelchen drin. Ah ne, Trolli war drin. Also kann ein bisschen mehr Süßigkeiten drin sein. Ich war dieser eigentlich brav. Dein Essen wird kalt. Woher weißt du das, Handy? Ich habe warme, ja. Und würde mich freuen, wenn ihr nächsten Sonntag einschaltet. Euer Jochen TV Kochshow sagt Dankeschön und einen schönen Abend und viel Spaß. Hallo!